Fünf Spieler ziehen heute eine unsichtbare Linie hinter sich her, die sie niemals kreuzen dürfen. Sollte das passieren, sind wir sofort alle tot und müssen wieder von vorne anfangen. Dass das Ganze heute super chaotisch werden muss, das kann man sich schon denken. Sind wir aber trotzdem in der Lage, den Enderdrachen zu töten? Wie oft werden wir heute gegenseitig unsere Wege kreuzen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal, damit wir eventuell bald schon die 900.000 Abonnenten knacken können. Es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Jetzt eine Challenge, die wir spielen werden, die hat mit sehr viel Konzentration zu tun. Also ihr müsst komplett fokussiert sein und euch auf jeden Fall Sachen merken. Du meinst halt zu mir, es wird entspannt. Junge Basti. Guck mal, du kennst doch Snake. Ja. Und was ist die Schwierigkeit bei Snake? Man darf sich nicht berühren. Richtig. Und darf ich mich selbst aber berühren? Nein, das ist es ja noch nicht. Stell dir vor, du würdest jetzt halt mit deinem Minecraft-Charakter eine Snake-Spur hinterlassen. Und die dürfte einfach nicht mehr überkreuzt werden. Okay. Problem ist halt, bei Snake siehst du halt aber deine Snake-Spur. Ist kein Problem für mich. Das bedeutet, als allererstes, ich glaube, wir sollten echt aus diesem Dschungel erstmal rausgehen. Und jeder sollte eigentlich sich mehr... Ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, wir dürfen jetzt hier nicht cheaten, wir machen hier schon die Challenge an. Natürlich machen wir die Challenge jetzt an, aber... Achso. Es geht jetzt also... Ja, du wahrscheinlich ist es cheaten, wenn wir aus dem Dschungel rausgehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall auf dieselben Blöcke, auf die ihr schon mal wart, wieder draufgehen. Das heißt, wir laufen immer weiter, immer durch. Und ich würde fast schon eine feste Gruppenanordnung an den Tag legen, dass wir in einer bestimmten Reihe stehen. Dass halt immer derselbe, also wenn dieselbe Person immer rechts von euch steht und links eben auch, dann kann es ja gar nicht passieren, dass wir über unsere eigenen Linien laufen. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Merkt euch die Buchstabenreihenfolge. B, N, S, N, C. Von rechts nach links. Von links nach rechts ist es C, N, S, N, B. Perfekt. Okay. Okay, jeder hat's verstanden, oder? Ja. Jeder hat's verstanden. Auf geht's! Bitte lass uns als allererstes erstmal aus dem Dschungel raus, okay? Okay, machen wir. Das sollte rein theoretisch ja überhaupt gar keine Probleme geben, oder? Nee. Absolut nicht. Alles klar. Okay, dann stellen wir uns mal auf. Ich will da. Also derjenige, der ganz links ist, der muss auch jetzt ganz viel Holz holen. Alter. Ja, easy. Was, wenn jeder von uns einen Chunk bekommt? Das ist aber eine geile Idee. Eigentlich geil, weil wir alle mit F3G spielen. Oha, das finde ich voll. Das passt zu Stegis Cosmetics. Ja, aber ernsthaft. Aber sehr starke Idee. Sehr gut, das ist schlau. Wir brauchen mehr solcher Leute wie so Cast, ne? Die so richtig kranke Sachen machen. Nein. Haben. Okay, nicht. Norris ganz links, dann komme ich, dann Veto, dann Stegi, dann Carscrafter. Und ungefähr halt wirklich weiträumig die Fläche lassen. Wie viel Holz brauchen wir, Herr Basti Gerg? Hol mal erstmal einen Stacky, damit wir erstmal überhaupt mit was arbeiten können. Bro, Veto. Du bist weit gekommen, oder? Du kannst auch mit mir reden, dann mache ich ein bisschen Platz, ne? Mach echt mal ein bisschen Platz. Also, Heiko, du bist nach rechts weiter. Ich würde sagen, dass erstmal nur Cast ins Dorf geht. Nur Cast geht ins Dorf und farmt jetzt erstmal ganz kurz die ganzen Weizenblöcke ab. Okay, dann muss ich mir jetzt meine Route merken. Stegi, das ist... Stegi, wozu machen wir die Regeln, wenn du sie brichst? Wir werden hier nie wieder hinlaufen, weißt du? Du kannst ja trotzdem immer so herkommen zum Labern. Oh, noch ein Dorf. Dorf? Jackpot. Boah. Ich farm jetzt einfach so ein bisschen Holz an so einem Haus, ne? Und würde dann gleich einfach mir Steinequipment machen und ein bisschen Eisen farmen. Und Staircase, easy, die Stars, ihr wisst, wie ich so, ne? Ja, das kriegen wir hin. Ich hab einen Eimer sogar schon. Ach, ich hab wirklich Angst vor meiner eigenen Kraft zu laufen. Jungs, ihr dürft nicht nervös werden, ihr müsst einfach cool bleiben, cool bleiben. Also ich hab jetzt ein bisschen Essen, ich hab einen Wassereimer, ich hab ein Bett, ich hab alles, was ich brauche und ich gehe jetzt ganz entspannt ein bisschen Eisen farmen, oder? Und was ist bei euch los? Wir sind noch im Dorf und sind uns ein bisschen unsicher, wie wir es mit dem Eisenkohle machen. Ihr müsst ihn doch gar nicht killen, geht doch gar kein Risiko ein. Oh, okay. Wir müssen doch gar nicht so viel Eisen farmen, ich hätte jetzt einfach nur ein bisschen Steinequipment, ich hätte jetzt einen Wassereimer. Basically, wenn wir gleich genug Essen haben von Carscrafter, können wir in den Nether gehen. Wir können direkt den ersten Lavasee nehmen und direkt rein. Essen habe ich. Ich bin jetzt schon auf dem Weg, aber ich habe ein bisschen Angst, da irgendwas zu crossen. Wart ihr in einem Savannendorf? Ja, wir sind in einem Savannendorf. Nicht reinlaufen. Ich bin jetzt gerade auf Höhe 36 am Eisenfarm. Wofür habe ich jetzt Holz gefarmt? Fletcher Trading. Kannst du mit dem Fletcher traden? Also kannst du dich um Bogen und Pfeile kümmern? Vito, in welcher Position warst du? Ich bin direkt hinter dir. Oh, Basti, ich glaube zu fünf kann man nicht durch eins, oder? Yep. Ja, da war ich. Let's go! Och, Mann! Kein Problem, es geht allem, immer weiter. Es ist so traurig, wenn derjenige verliert, der am weitesten außen ist. Wo ist der Fehler? Wo ist der Knackpunkt gewesen? Scheiße. Also. Ja, warum wolltest du hier überhaupt ins Dorf rein?
Warum gehst du hier zurück ins... Also wer ist denn hier so ein Kreis gelaufen? Hey, es ist hier das Problem gewesen, ja, oder? Vielleicht, glaube ich. Ja. Guckt euch mal... Nein. Wir gehen jetzt mal ganz kurz an den Anfang zurück, wo alles gestartet ist. Man sieht richtig genau, wie jeder seine Spur gehalten hat. Eigentlich. Wir haben alles richtig gemacht. Norris direkt in den Wald. Junge, warte mal. Norris, warst nicht einmal irgendwo bei uns, oder? Kann das sein? Norris, du bist in Richtung Süden gegangen. Kriegen wir es jetzt nochmal hin. Also, Norris, kommst du generell erstmal in unsere Richtung überhaupt? Natürlich. Okay, passt auf. Jeder hat 10 Blöcke. Ich habe die ganzen minus 120er. Was hat Veto für welche? Ja, dann komme ich näher ran auf 130 bis 140. Mach du einfach die 140er. Okay, dann mache ich 140er. Stege, welche hast du? Ich bin die 160er. Norris, was hast du? Ich bin die 200er. Aber und Kars macht die 200er? Ja. Okay, dann weiß jeder, wo er bleiben muss eigentlich, oder? Ja. Dann kann ja an sich nichts schief gehen. Haltet eure Koordinaten auf jeden Fall im Auge und passt auf, wo eure Mitspieler sind. Kriegt ihr das hin? Klar. Also, Ziel auf der Agenda, Dorf finden, nehmt euch so schnell wie möglich einen Baum mit, macht euch Stein-Equipment, nehmt alle Tiere mit, die ihr finden könnt, ohne dabei auf euren eigenen Weg zu laufen oder auf den Weg von anderen. Lauft nicht einfach blind irgendwelchen Tieren hinterher, sondern nur in eurem Zehnerbereich. Ansonsten Lava sehen, auch interessant. Ich glaube, das wird der Run. Ich glaube, wir werden mindestens eine Stunde überleben. Ey, aber ich habe kein... Ach, nein, nicht schon wieder. Ich hatte nur den Teil. Ich komme nirgendwo hin. An einem Skelett. Heiko ist der neue Danny. Ich hab's gesagt. Was soll ich tun? Ja, ich merke eine krasse Parallele zwischen den beiden. Also. Ich sehe keine Linien. Okay, aber sag dir, die 10er-Taktik ist es aber eigentlich. Ja, ist geil. Hat jeder seine Koordinaten? Ja. Wo sind wir? Wo laufen wir hin? Richtung Osten. Wo seid ihr? Minus 220er. Ich hab die 150er. Okay. Die 140er. Dann würde ich sagen, 180. Es geht los. Stegi, bitte geh nicht einmal auf die 10er. Klaro, du kennst mich. Ja. Das ist es ja. Du kennst mich. Wir müssen es ja aber auch nicht ausreizen, weißt du? Hat ja auch ein bisschen was mit Vertrauen jetzt hier alles zu tun, ne? Ich hab eh Vertrauen in dich. Ja, das weiß ich. Ich schick dich in Urlaub. Ach, Digga. Alter, Scheiße. Stegi, also. Ja, nein, ich bin aber zurückgebackt. So traurig. Ey, du hast den Rekord von 18 Sekunden fast getoppt. Ich nehme die 120er. Dann bin ich in den 100ern. Ich bin nicht neben Stegi, bitte, wenn das geht. Kann jemand zwischen uns? Ja, du kannst dich ganz weit nach rechts verpissen. Mach ich. Ich nehme die 50er. Okay, was nimmst du? Ich nehme die 160er. 3, 2, 1, go! Auf geht's, Jungs. Jetzt komm mal, jetzt mal. Alle zusammenreißen und wir kriegen das hin. Und denkt dran, immer Holz mitnehmen, Steintools, Essen, dann irgendwann Eisen meinetwegen farmen und dann irgendwann über den Dorf, Bogen, Pfeile. Und dann werden wir dann hoffentlich heute mal irgendwann in den Nether kommen, oder? Hey, das schaffen wir. Cool. Ja. Yeah. Oh, im Ozean ist ein Rune Portal, aber ich glaube, das ist eher koordinatentechnisch auf. Da war ich. Oh oh. Aber war mir egal, weil da unten habe ich keine Chest gesehen. Okay. Oh, das Rune Portal Stegi beim Sumpf, ne? Hast du es gelootet? Klar. Wirklich? Was war da drin? Da war natürlich drin zwei Hoes. Einmal mit Efficiency, einmal mit Curse of Vanishing. Blast Protection 2 Harnish. Und ja, eine Uhr. Warum? Die Frage. Wollte mal fragen. Bitte seid vorsichtig, ihr wisst, konzentriert euch. Genau. Und nicht versehentlich den Weg. Wir kommen jetzt in die brenzlige Phase so langsam, wo wir immer wieder sterben. Ja, ja. Oh, wir sind voll nah, Basti. Ja. Juhu. Okay, ich öffne die Rune-Portal-Kiste und es ist drin. Oh mein Gott. No Trash. Oh. Nein, ich hab's gesagt. Nein. Ja, okay, nee, das Durch welche Linie bist du denn gelaufen? Ja, durch meine eigene. Du bist deine eigene. Er ist dorthin und einfach wieder umgedreht. Oh, ich glaube, ich laufe jetzt zurück ins Boot. Scheiß drauf. Ach, komm. Alle ready? Ready. Time, ja. Set, zero, timer, resume. Auf geht's. Let's go. Haben wir einmal länger als eine halbe Stunde überlebt? Viertelstunde sogar. Länger als halb Stunde. Ja, eine Viertelstunde haben wir schon mal geschafft. Nein, eben nicht, Junge. Scheiß drauf. Ich geh off, Junge. Wir hatten nur gemobbt. Hey, warum? Ach nein. Ey, Mann, weil gerade bin ich rückwärts gemobbt. Einfach so rückwärts gelaufen bei den Rune Portal, Junge. Hat das noch Veto? Scheiß drauf, Digga. Da ist voll Dorf. Veto Dorf. Er will es nicht sagen, okay. Er bereitet sich darauf vor, zu sagen, dass er ein Dorf gefunden hat. Komm mal. Ich mach's jetzt gleich. Oh, Jungs, da ist ein Dorf. Okay. Perfekt. Veto, Norris, kümmert ihr euch um Pfeile und Bogen im Dorf und Essen? Mhm. Ey, wenn ihr es schafft, dort nicht zu sterben, wäre richtig cool. Deswegen gehe ich schon ran. Ja, man kann sich auch... Ich fahr am Eisen. Sehr gut, Jungs. Ey, come on. Jetzt alle nochmal motiviert. Ich fahr am Stein. Sehr gut. Steine, richtig wichtig. Yo. Oh, da ist noch eine Pyramide.
Weto, was soll ich mit dem Schnipsel jetzt anfangen? Wo soll ich denn den reinarbeiten? Was wollen die Leute jetzt denken? Die denken, dass das was Schlechtes ist, wenn wir eine Pyramide finden. Oh, es ist ein Junge. Oh, da ist noch eine Pyramide hinterm Dorf. Also, da könnte ich reingehen und Eisen und so holen. Nein! Als ob du kein Deutsch kannst so holen. Ich bräuchte einmal sehr viel Holz, weil ich will nur einmal zu dem Typen hingehen. Ich bin auch gerade bei einem Dorf. Oh, wir können auch über zwei Fletcher spielen, dann kriegen wir es auch zusammen. Aber ich habe jetzt gerade auch Eisen, weil wir Eisen auch brauchen. Dame für dich Holz, Veto. Was gibt's zu essen, Norisk? Ach. Ey, es ist so ein Joke. Ey, oh, das war eine gute Reaktion. Die war nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, die war auch. Alter, da gut trainiert. Oh mein Gott, hatte ich das Schwein geschubst? Ja. Oh. Ey, es ist so lächerlich. So, Jungs, lacht mich jetzt mal bitte nicht aus. Ich hab gegessen, ne? Ja, natürlich. Gegessen, oui. In welche Richtung laufen wir? Westen. Osten. Nee, sag mal jetzt ernsthaft. Osten. Westen. Osten. Wirklich? Wirklich. Ja, Herr GHG. Wir finden aber auch irgendwie kein Dorf, habe ich das Gefühl. Ja, dann müssen wir die Augen aufmachen. Ja, man, Veto ist ein Stream. Hä, er ist ja nur AFK. Das stimmt nicht. Ja, ich dürfte mich jetzt nicht beschweren über Leute, die AFK sind. Ich war lange selber essen. Aber ich muss auch was essen. Also um 9:30 wird immer gegessen. Hast gehört, Veto? Ich habe noch gar nichts gegessen. Nee, du bekommst bald immer spät abends essen. Habe ich kein Problem mit. Holen wir uns einen Sub. Veto, ne? Holst du zwei. Machen wir so. Wie viele Cookies nimmst du, also wenn du welche nimmst? Noch nie eingenommen. Ja, Veto, hopst. Mir wurde gesagt, halt einer ist Maximum. Hey, du kannst ja so viele nehmen, wie du willst, wenn du bezahlst, oder? Also. Ja, aber nein, also. Bezahlt halt nie. Hä? Was ist das für eine Frage? Nein, aber so ja? Vom. So lacht er auch so dabei. Was ist denn das für eine Story? Hey, nein, aber also. Ja, was? Was denn? Ja, nee, ich meinte, also wenn. Ich kann das wieder so von so Fetisch erzählen oder so. Trotzdem nicht, dass der verfolgt wird oder so. Hilfe! Nein, ich meinte, wenn ich mal welche dazu kaufe, dann nehme ich so 3. Aber dann meinte Max so, nee, also maximal einer. Mehr geht nicht. Ja, 3 ist sogar im Angebot meistens. Ja, das sowieso. Wenn du 3 hier holst, nein, ihr seid 2. Alle so lost. Man holt sich da ja immer Schülermenü und da ist ja immer nur einer dabei. Sorry, du Schüler. Ja, hier geht ja auch Student. Ja, aber. Sorry, noch gebildeter oder was? Ha, let's go, ich mach deine Hefte. Ja, aber Veto, wie viel kostet das denn jetzt bei dir? Keine Ahnung, ich habe lange keinen gekauft. Hey, guckst du nicht drauf oder wie? Oha, läuft bei dir. Nee, leg's einfach hin, stimmt so, Fuffi, und ist okay. Lässt das Trinkgeld. Ich glaub, deswegen bekommst du auch so. Immer 3 Kekse. Hey, danke, Veto, du bist der Beste. Ich hol mir immer Chicken Teriyaki. Ey, ist aber auch lecker. Wenn ich Subway gehe, wisst ihr, was ich mache? Nee. Ich gucke, was Sub des Tages ist. Gibt es nicht mehr. Hä, wann warst du das letzte Mal da? Das gibt es seit 2016 nicht mehr oder doch, so. Doch, das ist Bullshit. Nein. Doch, dann bist du verarscht. Junge, Rentner oder was? In der Steinzeit warst du da. Ey, die denken sich, Norris kommt, lass uns mal wieder das Schild reinstellen. Nehmen alle das Schild und packen das Sub des Tages. Nein, das heißt jetzt weg. Menü des Tages. Oh mein okay. Gott, Digga, wohnst du in dem Laden? Das heißt, ich bin da so gut wie jeden Tag. Das heißt, in deinem Franchise vielleicht so. Nein, nein, das doch. Nein. Du bist ein Abzocker als ich Chef. Ich hab einen eigenen Subway jetzt. Oh! Können wir uns auf Lieferando schnell einen Sub bestellen? Dann essen wir das alle. Nein, die liefern bei uns nicht so weit. Hä? Hey, bei mir schon. Wer den Enderdrachen tötet, kriegt Essen bestellt von mir. Oh! Ja, wow, bis dahin liefern nichts mehr. So geil. Hey, ich würde durchmachen. Ich würde durchmachen, aber Frühstück. Wir haben, by the way, immer noch kein Dorf bei 6000. Ja, wir müssen da noch nicht unbedingt ein Dorf finden. Ja, wieso laufen wir überhaupt dann? Dorf ist ja wirklich. Ich hab Lavasee. Dorf wir treffen uns alle bei meinem Lavasee, okay? Ja, dann bereite aber Eisen und Essen vor, bitte. Ich habe kein Essen mehr. Ja, ich habe leider kein Wasser hier. Und ich müsste jetzt halt wieder weg, um Wasser zu holen, so ein Shit. Also, du kannst dich rein, tut dich nach unten graben, ne? Also, Jungs, by the way, kleiner Applaus für uns. Wir waren wir haben es in 3 Stunden nicht geschafft, in den Nether zu gehen. Markiert ihr bitte den Lavasee? Könnt ihr das vorbereiten, ein großes Netherportal zu machen, dass wir dann dadurch alle gehen können? Ich glaube, es ist wirklich schwierig, das was wir gerade tun. Basti, ich weiß ja nicht. Deswegen bist du viel umhergelaufen, auch hinter dem Lavasee. Ja, also nicht viel, viel. Warte, da ist so ein Dirtweg. Ist der von dir in der Luft? Das ist, ja, das ist meine, obvious. Ja. Okay, und wo muss ich da einfach hin? Ja, aber zum
Dirtweg. Achso, du bist oben. Ja, ich stehe hier noch. Okay, und unten kann ich da rumlaufen, oder? Ich würde sagen, Richtung Osten vom Lavasee, ja. Ey, das ist so schwammig, das ist so dämlich. Naja, aber es ist ja auch schwierig, weil ich ja erst nachher so lange wusste, dass es hier relevant wird. Also for real, dann würde ich sagen, Diaspitzhacke und ob sie den einfach abfahren. Nein, im schlimmsten Fall baut er sich ja permanent einen Block über dem Weg. Das sollte ja schon mal die Sache zur Not fixen. Okay. Mito, wie einigen wir uns jetzt eigentlich auf alles? Ich glaube, koordinatentechnisch gab es einige Probleme, oder? Ja, nee, das ist so my bad. Let's go! Was? War aber auch hart schwierig. Was ist denn bei dir los? Ja, die vermehren sich ja dann. Junge, aber das war auch heavy. Ja, glaube ich dir. Lass uns nochmal so grob Wege verfolgen. Boah, ich muss, da ist einer straight. Da ist jemand echt straight geblieben. Wer ist das hier? Welche, sag mal die Koordinaten. 184. Ja, ich war der 180er. Boah, Junge, du bist auf Seite 84. Ja, und hier bist du mal. Einmal bist du auf 90, bist ja nicht schlimm. Guck mal, wie hier ist richtig straight. Ja, ja. Und du jammerst rum und musst da 20 Blöcke nach außen, weißt du? Auch ich? Ich habe mich gar nicht beschwert, diese Runde.